willkommen zur heutigen Musikstunde zum weihnachtlichen Musizieren in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute am Weihnachtsbaum, die Lichter brennen. Ich habe das Lied so geschrieben, dass beide Daumen auf dem C liegen. Vorsicht, es kommt ein Kreuz vor, das steht in den Noten, das heißt aus F wird Fis, aber ich kann euch verraten, es kommt in der Melodie nicht vor. Also, wer mitspielen möchte, ladet euch die Noten runter, druckt sie euch aus und wer möchte, kommt her zum Mitspielen. Hier seht ihr die Noten von dem Lied am Weihnachtsbaum, die nicht abbrennen, weil es endet auf einem G und in der Tonart G-Dur steht, deshalb muss vorne das Fis stehen. Aber es kommt als Ton nicht vor. Ihr sollt beachten, es steht im Sechsvierteltakt, das heißt in einem Takt stehen sechs Viertelnoten. Jetzt seht ihr hier drei Viertelnoten und dann der Taktstrich. Das ist ein Auftakt. Im Takt beginnt das Lied mit 4, 5, 6. 4, 5, 6 und dann die 1, 2, 3 am Weihnachtsbaum. Bei einem Auftakt ergänzen sich immer erster und letzter Takt. Deshalb ist am Ende bei dem Wort Bild 1, 2, 3 und dann nichts mehr. Mein Notenschreibprogramm kann das nicht so richtig, deshalb ist hier ein bisschen zu viel Platz bis zum Schlussstrich und auch hier ist ein bisschen zu viel Platz, stört euch nicht daran. Wenn ihr die Noten habt, fangen wir an. Ich habe euch den Käfer auf das mittlere C gelegt, dass ihr wisst, hier liegen beide Daumen auf dem C. Wir beginnen bei dem Lied mit der linken Hand. Der vierte Finger liegt auf dem kleinen G. G, G, H, G, H, H, Pause, G, H, H, Pause, Pause, Pause. Und nochmal die erste Zeile, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Und ich spiele die zweite Linie mit der linken Hand. Jetzt die rechte Hand einmal allein. Der zweite Finger liegt auf dem D. 1, 2, Pause. D, 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 D. Pause. D, D, D. Nochmal. 2, 2, 5, 3, 2. 2, 3, 2. Und die zweite Zeile. C. Kommt musikalisch einen Sinn, wenn wir jetzt beide Hände miteinander spielen.
Immer wenn eine Hand Pause hat, spielt die andere. Wir beginnen. G, G, H. Jetzt miteinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr hört, wenn die rechte Hand die Melodie spielt, das sind dann in der linken Hand die Pausen. Zweite Zeile, rechts C, links A. Jetzt nur die linke, 2, 3, H, H, D, C, A. Nochmal ab der zweiten Zeile. Wenn ihr bis dahin mitgemacht habt, drückt jetzt auf Pause und spielt es langsam für euch, mindestens dreimal. Ich spiele jetzt, ohne dazwischen zu reden, von Anfang bis Ende nochmal langsam das Lied für euch. Das war am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Ich wünsche euch Happy Playing und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen hoch.